Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Rudbeckia, den Sonnenhut zurückschneiden. Ja, ihr könnt sehen, die Pflanze sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Der erste Frost ist auch gekommen schon nachts und dann geht es irgendwann so weit, dass sie dann verblühen und ja, braun werden, eingehen und am Ende hat man, wenn es so weitergeht, einfach nur noch das Gestrüpp hier runterhängen. Ja, sieht nicht mehr wirklich toll aus und die meisten Leute greifen dann im Herbst zur Schere und ich habe passend dazu auch mehrere Male Fragen von euch bekommen, wie ich die Rudbeckia schneiden soll, ob man das jetzt macht. Und das möchte ich gerne hier einmal im Video beantworten und ich würde euch gleich den Hinweis am Anfang des Videos schon geben, ist aktuell jetzt noch nicht zu machen. Am besten schneidet man die Rudbeckia nämlich im zeitigen Frühjahr, wenn kein harter Frost mehr zu erwarten ist, meistens so Ende Februar, Anfang März. Und wenn ihr möchtet, dann zeige ich euch im Video, wie ich meine Pflanzen dann hier zurückschneide, wie man das richtig macht, wo man die Schere ansetzt. Dann würde ich euch dazu empfehlen, jetzt auch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr das Video auf gar keinen Fall verpasst. Und dann geht es hier im zeitigen Frühjahr los und ich zeige euch dann, wie ich die Rudbeckia zurückschneide. Ich möchte euch natürlich aber auch noch erklären, warum ich jetzt die Rudbeckia nicht im Herbst zurückschneide. Das hat mehrere Gründe. Fangen wir erstmal mit dem ersten Grund an, das ist die Winterhärte. Die verblühten Stängel, die bieten nachher einen Winterschutz für die Rudbeckia im Erdreich, dass es nicht so dolle durchfrieren kann. Und der zweite Punkt ist auch ein sehr wichtiger Punkt. In den Stängeln und auch hier in den Blütenansätzen, alles was jetzt hier noch so ist, was verblüht ist, können Insekten drin überwintern. Das heißt, ihr bietet ihnen hier einen Lebensraum für den Winter, einen Unterschlupf, wo sie gut und sicher überwintern können. Wenn ihr das Ganze abschneidet und es geht in den Hausmüll oder in die Biotonne oder auf den Kompost, dann nehmt ihr den Insekten hier den Lebensraum zum Überwintern. Insekten sind sehr wichtig und sehr nützliche Tiere im Garten und deshalb sollte man auf jeden Fall das Ganze jetzt nicht machen. Denn so schützt ihr die Insekten halt im Winter und könnt dann im zeitigen Frühjahr dann zur Schere greifen. So mache ich das mit dem Sonnenhut bzw. Rudbeckia zurückschneiden. Denkt dran, wenn ihr das Video im Frühjahr nicht verpassen wollt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Ich hoffe dann, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin!